Heute gibt es mal wieder eine Folge Clash Quest. Und zwar mal wieder die Liga auf meinem Main-Account. Ich bin ja in Platin 3 aufgestiegen. Ich war, glaube ich, sogar Erster. Da bin mir ziemlich sicher. Jetzt bin ich aktuell 27. Wenn ich noch nicht gespielt habe. Und es ist auch schon ziemlich spät. In 1 Stunde 40 beginnt sogar schon wieder die neue Season. Aber naja, Hauptsache ich spiele noch rechtzeitig. Es haben schon 24 gespielt. Ich bin offensichtlich in der Abstiegszone. Schaut ziemlich schwierig aus. So. Die meisten haben so. Ich würde sagen, der Schnitt ist so zwischen 7 und 6. Könnte schwierig werden. Vor allem, weil ich schon von manchen Truppen angeschaut habe. Die haben halt einige Zehner. Und ich habe halt nur eine Truppe auf 10. Also. Ich denke, es wird schwierig. Mein Ziel diese Woche ist auf jeden Fall nicht der Abstieg. Also hier so die mittlere Zone, wäre schon nice. Ah, da ist der sogar, der letzte Woche auch in meiner Liga war. Okay. Ja, also sollte eigentlich möglich sein, so zwischen 5, 6 und 7, 9, 7, 10. Ja. Für die Aufstiegszone. Und wenn ich mehr schaffe, ist natürlich auch okay. Wenn mehr als das, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. So. Hier würde ich noch nicht auf die Bombe umsteigen, auch wenn ich die normalerweise nehmen würde. Normalerweise wäre hier zuerst der Magier schon mal besser. Dann kriege ich aber nur zusammen mit Swaps oder. Wenn ich die Prinzen spiele, die Prinzen zu spielen, so zu viert macht keinen Sinn. Das heißt, ich swap mir die Magie zusammen. Ja. Ob das jetzt viel gebracht hat, weiß ich nicht. Okay, ich glaube, hier wird es der Feuerball sogar bringen. Mit den Prinzen ist dann genau einiges down. Kein Heal dabei, kann ich nicht drin sein. Jetzt ist nämlich aufgefallen, ich achte immer viel zu wenig auf Heal. Also wenn Heal dabei ist, setze ich den einfach nicht ein. Weil ich einfach so schlechte Erfahrungen mit dem gemacht habe. Oder zumindest, ich komme mit anderen Zaubern viel besser zurecht. Ich habe übrigens ein besseres Barb-Item gezogen noch, außerhalb des Videos. Wenn man das Item noch verbessert sozusagen. Ich spiele den einzelnen Prinzen. Und dann noch zwei Bogies. Ich spiele die zwei einzelne Bogies. So. Erste Stage ist geschafft. Ich nehme mir wieder 8 Magier mit. Die machen halt nicht gerade viel. Ich spiele sie trotzdem mal. Genau, dann kann ich noch ein paar nach und dann kann ich sie so spielen. Das sind wieder Luftabwehren und es sind gar keine fliegenden Einheiten dabei. Umso besser. So, die Packers. 1400 noch. Würden auf jeden Fall Sinn machen, das sind ziemlich tanky Gebäude. Der da hinten, der Bogenschützen so hier, 1200. Ja, okay, das sind die Luftabwehren sogar noch tanky. Der hat glaube ich 1000, ne 600. Spiele ich die Packers, ich glaube schon. So, das muss ich jetzt zwar noch mit einzelnen Truppen, sage ich mal, versuchen. Genau, die Packers. Okay, jetzt wird schwierig. Ich spiele mal die zwei Prinzen, auch wenn es die Combo versauen würde. Den einzelnen Prinzen und der Barbar kommt nach, wie gerufen. Das ist eindeutig eine Magier-Stage, ist schon mal perfekt. So, hier an der Stelle steige ich auf die Bomber um. Aber sowas von nice. Mit einem Feuerball sollte das auch reichen.
setze ihn jetzt mal rein. Ich nehme ja Swaps mit. Oh, hat sogar noch verschlechtert. Ist egal. Ich spiele mal trotzdem so rein. Eindeutig nochmal die Bomber. Sonst kann ich mir Prinz nach rechts swappen und dann spielen. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich da auf die Combo warte. Vielleicht kann ich da sogar schon einen einzelnen PK raushauen. Aber ich würde sagen, ich versuche das mit Magiern und dem Barbaren. Tut, glaube ich, am wenigsten weh. Genau, dann reichen 3 Magier. Okay, kein guter Refill, ich nehme hier die Packers mit. Ich glaube, ich brauche mir sogar als erstes eine Prinzen-Kombo. Ja, ich hau den Feuerball davor raus, dann ist die Mauer noch offen. Und ich nehme mir weitere Prinzen mit, okay. Jetzt die Frage, macht es vielleicht mehr Sinn, doch nicht zuerst die Bombe zu spielen? Oder ich spiele nur die Bomber und dann Packer. Nein, ich spiele mal zuerst die Bomber. Okay. Ja, das ist riesen so. Und jetzt könnte man sich überlegen, die Packers hier zu spielen. So, da war es jetzt hinmachen. Ich glaube, wir haben das jetzt gerade nicht ideal gelöst. Wie heißt dieser Bomber? Mhm. Auch wenn ein Packer auf die Hütte geht, würde ich sagen. Oh. Ne, ich spiele mal zuerst die Bomber. So, dann nehme ich mir 2 Loks mit und dann machen die Packer einiges. Okay, jetzt könnte es knapp werden. Ich glaube, ich muss beide Loks sowieso raushauen. Obwohl. Schwierig. Sehr schwierig. Vielleicht muss ich sogar alle Bomber raushauen. Ja, schaut danach aus. Ich glaube erstmal. Ja, die Bomber müssen nicht sterben. Sehr schade. Jetzt ein Prinzen-Refill und das wäre alles gut. Okay. Ich nehme sogar die Magier. Weil das sind einfach viel mehr. Ups. Okay, es wird nicht reichen. Ja, das kann ich jetzt noch ändern. Die Runde war nicht gerade nice. Ich würde sagen, ich bin auf dem Token, oder? Ich bin mir da viel zu knapp an der. Ja, ich bin sogar in der Abstiegszone. Ich benutze einen Token. Erstmal Swap und dann Magierbombe. Magier. Vielleicht habe ich letzte Runde dem Prinzen zu viel vertraut. Hau ich die hier gleich mal raus. Dann wieder, ja. Ups. Connection lost. Okay. Geht sogar wieder. In meinem Zimmer habe ich ein ziemlich schlechtes WLAN. Komisch. Oh. Ich hätte vielleicht mehr nachdenken sollen. Egal. Lauf nicht mit. Okay, ein Packer reicht nicht mal hierfür. Ich spiele die Packer trotzdem.
So, an der Stelle gleich wieder Bahnhof. Dann spiele ich den einzelnen der Bahn hier noch. Und dann erstmal das Goldlager da bekommen. So, jetzt kann ich hier nicht mehr spielen. Ich muss hoffentlich die Prinzen nicht mehr spielen. Nee, muss ich nicht mehr. So, geht dann endlich da unten. Jetzt werde ich abbauen. Und ich krieg einen Refill von 8 Bombern. So, wenn ich die Prinzen jetzt spiele, dann sind alle Prinzen weg. Ich mache zuerst die Mauern auf, eindeutig. Magier. Das ist gerade das am Leben. So, ich dachte. Swaps. Dann spiele ich die Bogies und. Dann den Mark. Und hol hier noch zwei Feuerbälle. Wenn ich die so raushau. Bomben machen schon mal keinen Sinn. Na, schwierig. Nee, ich spiele den Magier. So. Da habe ich schon mal einigermaßen Bomber connected. Bomber. Ich habe mal zuerst die Magier raus. Mauern sind eh keine mehr da. Bomber. So. Was? Ich hoffe halt, wie gesagt, dass das mehr als 5 Stages werden. Oder mehr als vorhin zumindest. So, krass. Jetzt ist es down. Okay, Bomber stehen recht gut für die Stage. Ich nehme nochmal Bomber mit für die nächste Stage. Ja, und hier waren meine Schüsse. Ich denke, wenn wir jetzt noch einen Bomberwinkel bekommen, dann reicht es auf jeden Fall für die Stage noch. Wir stehen nicht sehr gut für die Stage. Ja, okay, ich nehme mir die 10 Prinzen sogar mit. Ich habe Logs dabei. Ist nicht richtig gut hier in dieser Reihe. Genau, dann warte ich. Jawohl, in den schwersten Händen. Warum? Dass die genau an der Stelle kommen, wo ich sie gerne habe. Okay. Ich muss schauen, dass kein Bomber stirbt eigentlich. Aus meiner Sicht mehr Sinn. Hacker. Prinzen und dann. Ich weiß nicht, soll ich den Magier spielen? Der würde reichen. Ich spiele den Magier lieber. So, damit bin ich bei 6 Stages und in der normalen Zone, würde ich sagen. Ich werfe hier einen Feuerball drauf und hoffe auf Bomber. Perfekt. Dann war ich jetzt auch schon für diese Stage hier. Richtig nice, ich habe 7 Stages. Und kriege hier sogar noch 5 Bomber. Wie im Traum. 12 Bomber und ich habe eine 16. Bombe schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein, ich bin bei 8 Stages. Hätte ich jetzt auf keinen Fall erwartet. So. So, hier, okay. Ja, ist zu gut gelaufen, würde ich sagen. Ich nehme mir die Packers mit. So, dann, ich glaube.
Das macht mehr Schaden. Kann das sein, dass die gleich viel Schaden machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch selbst. Selbst die bringen mir nichts. Dann bin ich, glaube ich, sogar in der Aufstiegszone, wenn ich mich nicht irre. Habe mich nochmal um 3 Stages verbessert. Ja, 5, da bin ich. Auf jeden Fall ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Der Token hat sich gelohnt. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ihr könnt gerne abonnieren, falls ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und ich würde mich über den Kommentar freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ciao!